Hallo zusammen, hier ist wieder euer Oliver und heute machen wir einen glutenfreien Snack, der sehr flexibel ist, deswegen nenne ich ihn auch Flexi-Snack. Ein sehr einfacher Teig und ihr seht schon an der Seite hier, sehr variabel zu füllen. Ich habe was vorbereitet, sodass wir gleich loslegen können. Zum einen habe ich hier Mixbrot mit 450 Gramm, einmal Salz mit 4 Gramm, einmal Butter mit 250 Gramm und einmal Topfen mit 500 Gramm. Ich mache jetzt hier nur die Hälfte vom Rezept. Ich brauche ja nicht so viel. Es geht ja darum, dass ihr das seht, wie es funktioniert. Also, fangen wir an. Als erstes gebe ich den Quark oder auch Topfen genannt in die Schüssel. Anschließend die Butter. So, die Butter sollte kalt sein, damit man entsprechend schon einen recht kühlen Teig bekommt. Dann das Salz, Mehl on top. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, die aufmerksam waren, da ist ja kein Backpulver drin, da ist keine Hefe drin. Nein, eben nicht. Das macht den Teig so besonders. Da ist nichts drin an Backtriebmitteln. Und trotzdem funktioniert es sehr gut. Wir haben dann jetzt die Möglichkeit, entweder wie ich es jetzt mache, von Hand bei der kleinen Menge, oder aber auch in der Maschine mit dem Flachrührer, mit dem Knethaken zu machen. Beim Flachrührer nur bitte aufpassen, langsam laufen lassen, langsamste Stufe, nicht weggehen, den Rand immer schön runterkratzen, wie auch beim Knethaken natürlich, aber gerade beim Flachrührer aufpassen. Das geht schnell, bis es fertig ist und man sollte nicht zu lange kneten. Von Hand dauert es ein bisschen, ihr seht jetzt von oben auch, dass der Teig sich langsam bildet, aber die Butter ist noch stückig und fängt einiges an der Hand, deswegen kratzen wir mal die Hand kurz sauber. So, jetzt könnt ihr sehen, langsam bildet sich der Teig, wird immer stabiler. So, dann kratzen wir einmal den Rand der Schüssel zusammen. So, jetzt wo er schöne Konsistenz hat, klein bisschen Mehl auf den Tisch, Teig dazu. Was oben drauf ist. Und jetzt einmal kurz auf dem Tisch, da hat man mehr Freiraum als in der Schüssel. Ich mache das gerne so eine Stange, dann kommt da Frischhaltefolie drum. Ab in den Kühlschrank damit, mindestens 2 Stunden kalt legen und dann können wir damit anfangen. Ich packe ihn jetzt weg und wenn ich meine Hände sauber habe, sehen wir uns wieder und wir rollen dann schon aus. Bis gleich. Ciao, ciao. Hallo. Hier sind wir wieder. Weiter geht's. Der Teig ist durchgekühlt. Ich habe ihn doch ein bisschen flacher gedrückt, als ich ihn eingewickelt hatte. Dann ist das schneller. Dann habe ich hier 3 verschiedene Füllungen von 5, die im Rezept drin sind. Einmal Käsefüllung besteht aus geriebenem Käse, Mozzarella, Mascarpone, Gewürze. Dann habe ich hier eine Tomatenfüllung. Wahlweise getrocknete Tomaten in Öl oder Tomatenmark, dreifach konzentriert. Dann ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauchpulver. Man kann auch natürlich frischen Knoblauch nehmen, wenn man das möchte. Frische Tomaten sind mit drin, ein bisschen Mascarpone ist mit drin. Parmesan natürlich, italienische Kräuter. Und dann vermixt man das. Und wenn es aufgemixt ist und ist zu weich, ein bisschen Paniermehl reingeben. Steht auch alles im Rezept drin. Dann ein bisschen nachziehen lassen, so eine Stunde, dann passt das. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch, die Füllungen einen Tag vorher zu machen. Und dann haben wir hier noch eine Spargelfüllung. Ein Rezept im Prinzip, wenn man die Gewürze weglässt, 2 Zutaten, Spargel und Mascarpone. Der Spargel wird gekocht, egal ob hell, also der weiße oder der grüne. Dann gut ausdampfen lassen, dass es kalt ist, die Spargelstangen. Dann werden die fein gewürfelt, mit ein bisschen Mascarpone vermischt, Salz, Pfeffer dazu, fertig. Auch hier gilt, wenn es ein bisschen zu weich ist, dann nimmt man ein bisschen Paniermehlrolls drunter, anziehen lassen und fertig. Ich habe dann hier noch ein bisschen Dekoration vorbereitet. Auch hier seid ihr frei. Ein paar Ideen sind alles mit dem Rezept drin.
Hier steht meine Eistreich noch. Ein Ausstecher für halbrunde, für gefüllte Teil, Snacks und dann können wir auch schon loslegen. Ich habe hier auch mein Rollholz und meine Palette für gerade Linien zu machen, schneiden. Ich trippel jetzt den Teig, weil so viel brauche ich persönlich ja nicht. Deswegen mache ich immer nur jetzt einen Teil. Deswegen habe ich auch eben nur das halbe Rezept gemacht und jetzt nochmal hier das halbe Rezept, was ich vorbereitet habe. Und dann können wir loslegen. Ihr könnt dann auch schon, je nachdem wie viel ihr macht und auch wie schnell ihr seid, den Ofen, so ist genug drin, den Ofen schon vorheizen. Ich warte noch eine kleine Runde damit. Unten schön bemehlt, oben drauf, so dass es trocken ist, weil durch den Kühlschrank kann er bei dem schwülen Wetter, was wir hier zumindest mal gerade haben am Wörthersee, Feuchtigkeit ziehen und dann können wir den ausrollen. Ihr seht, der ist jetzt kalt, trotzdem geht das sehr einfach. Entscheidend ist hier nur, dass der Teig schön dünn ausgerollt wird. Das geht super mit dem auch. So. Wenn es ein bisschen zu dünn wird, dann schneidet man den Teil ein bisschen weg. Das passt schon. Hier ist es noch ein Ticken zu dick. Also geht man hier nochmal nach. Kann man dann wunderschön erfüllen. Ihr müsst bitte entschuldigen, es ist wirklich schwül in meiner Wohnung und deswegen muss ich mir öfter mal den Schweiß wegwischen. Dann fangen wir gleich an mit den runden Snacks. Ihr seht, es geht schnell, es geht sehr einfach. Wichtig ist, dass der Teig schön gleichmäßig dick bzw. dünn gerollt ist. So, ich steche das jetzt aus. Das ist zum Beispiel jetzt ein Ausstecher, der hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Wie groß ihr das jetzt ausstecht, das liegt darauf, hängt davon ab, was ihr draus machen wollt. Ich möchte ja kleine Snacks machen, zum Beispiel ideal zum Wandern, zum Mitnehmen. So, jetzt habe ich das ausgestochen. Dann streiche ich die Oberfläche dünn mit Ei ab, also Eigelb und Milchmischung. Alles auch im Rezept aufgeführt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt so ein bisschen dicker habt, einfach nochmal drüber gehen. Dann habt ihr schon genug für den nächsten. Das passt. Und jetzt nehme ich hier nochmal die Käsefüllung. Die ist auch eher etwas fester als die anderen Füllungen. Leg das hier in der Mitte drauf. Das mache ich jetzt bei zweien. So. Und dann könnt ihr die andere Seite drauflegen und andrücken. Und schon, ich drücke das am liebsten so an, in der Hand, dann sehe ich das nämlich auch. Habt ihr schon so eine halbrunde Füllung? Für die halbrunde Füllung muss es etwas weniger sein an Käsefüllung bei der Größe. Denn dann klappen wir es ja zusammen. So, haben wir zwei Runde. Jetzt kommen die Halbrunden. Ihr seht, wie gesagt, die Füllung ist etwas stabiler als die anderen. Könnte man sogar in die Hand nehmen. Ohne Löffel zum Einfüllen oder vorne weg so kleine Kügelchen drehen. So, wichtig ist, ihr seht auch, der Teig reißt nicht. Ich kann da auch ein bisschen fester mit arbeiten, obwohl er so dünn ausgerollt ist. So, jetzt sind die fertig. Jetzt kommt natürlich das Argument, wenn ihr jetzt da oben drauf guckt. Ja, aber
Auf dem Foto waren ja Löcher drin, war ja ein Loch drin, ein großes und so weiter. Ja, das ist die Feuchtigkeit. Aber der Teig reißt auch nicht und ich möchte gerne die Feuchtigkeit, dass die in den Teig zieht. Dann kriegt der Teig nämlich ein schönes Aroma. So. Dann lege ich die mal auf mein Backblech. Auch wieder etwas Mehl. So. Gesagt, auch hier wieder schauen. Möglichst gleichmäßig ausrollen. Nicht zu dick. Das kann ich schon grundlegend empfehlen. Jetzt machen wir die Tomatenfüllung. Und die Tomatenfüllung können wir entweder in Vierecke machen, in Dreiecke machen, in Taschen machen. Ich bevorzuge jetzt hier das Dreieck. Oder als Tasche. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Größen gewählt, um zu zeigen auch mal, dass es natürlich auch als vollwertiger Snack geht, aber natürlich, auch der Profi kann es mal vergessen. Erst abstreichen mit Ei, damit nachher das schön die Ränder halten. Und die Füllung nicht ausläuft. Kommt hier jetzt die schöne Tomatenfüllung drauf mit dem Parmesan. Finde ich persönlich ganz toll. Natürlich dran denken, wenn man jetzt solche kleineren macht, dass man dann auch weniger Füllung nimmt. So. Das habt ihr jetzt schön sehen können. Füllung ist drauf. Und jetzt klappe ich einfach von hier vorne die Ecke rüber. Drücke es zu, dann drücke ich nochmal am Rand nach, um auch ja nichts zu übersehen. Und dann ist das Dreieck auch schon fertig. Hier machen wir jetzt eine Tasche, indem ich einfach aufrolle. Dann kann ich die Enden zudrücken. Bisschen korrigieren noch. So. Auch hier einmal drüber, einmal aufrollen und zusammendrücken. Das ist natürlich mit einer der schnellsten Varianten. So, kommen wir zur letzten Füllung. Da nehmen wir den restlichen Teig, nehmen den schon ausgerollten mit dazu, etwas Mehl auf den Tisch. So, für die Spargelfüllung hätte ich jetzt gedacht, kann man so kleine Stängchen machen, also länger als die Taschen, die wir gerade eben gemacht haben. Oder aber ich zeige euch, auch gleich kleine Hörnchen. Hörnchen machen wir aus dem unteren Teil. Aus dem oberen machen wir jetzt dann die kleinen Stänkchen. So.
Und für die Hörnchen. So. Ihr seht, es geht schnell. Der Teig lässt sich gut verarbeiten. Auch wenn er wärmer wird, wenn er länger auf dem Tisch liegt, je nachdem wie lange man braucht. Eben lässt sich das super handeln. So, bei den Hörnchen schneide ich immer oben ein Stückchen ein. In der breiten Stelle. Warum, seht ihr gleich. Jetzt habe ich hier meine Spargelfüllung. Bei den kleinen Röllchen ist es jetzt aber wichtig, oder besonders wichtig, wirklich die Füllung schmal aufzutragen. Sonst kann man das gleich nicht falten. Und bei den Hörnchen muss man auch dran denken, es darf nicht zu viel sein. Jetzt läuft es aus. So, und dann einfach hier ein bisschen auseinanderziehen, dann kann man es hier nämlich andrücken, dann läuft die Füllung nicht so aus. Und schon ist das Hörnchen fertig. Das geht ganz schnell. Wenn man die Füllung ein bisschen sieht, man hat sie schon ein bisschen zu weit am Rand. Einfach ein bisschen nach vorne schieben. Wobei die Füllung auch so stabil ist, viel auslaufen tut da nicht und es röstet ein bisschen an. Gibt also noch zusätzliches Aroma. Bitte beim Aufwickeln darauf achten, dass die nicht mit Kraft aufgewickelt sind, sondern locker. Dass die Füllung Platz hat. Und dann seht ihr, so schnell sind die Hörnchen fertig. Auch nicht groß, das sind so maximal 2 Bissen. Wo man praktisch sagen kann, mit einem Haps sind sie im Mund. So, jetzt die Stangen. Bei den Stangen ist wie mit den Taschen auch, nur dass man hier mehr rollt als faltet, damit die Füllung auch drin bleibt und das nachher schön rund aussieht. Die Enden auch hier gilt zusammendrücken und die Rolle ist fertig. Jetzt mache ich den Ofen an, so wie es im Rezept angegeben ist. Während er dann aufheizt, streiche ich die ganzen Gebäcke jetzt ab. Aber je nach Sorte. Und zwar hatten wir ja hier als erstes den Käse. Und ich habe hier jetzt ein bisschen von dem geriebenen Käse mit Rauchpaprikapulver gemischt. Es geht auch normales Paprikapulver. Das streue ich jetzt hier so drüber. So, dann kann das schön anbacken. Und man kann immer direkt erkennen, was habe ich denn da jetzt eigentlich. Im Rezept gibt es auch noch eine Füllung, eine Thunfischfüllung, die sehr lecker ist, wird auch schnell und kalt angerührt von Hand, überhaupt kein Problem. Kann wahlweise mit Thunfisch in Öl oder mit Thunfisch Natur gemacht werden. Und dann ist da noch eine Schinkenhörnchenfüllung drin.
die auch extrem lecker ist, wo man Schinken-Käse-Hörnchen kauft mehr, da hat man auch diese Löcher drin. Mit der Füllung hat man Schinken und Käse von Anfang bis Ende. Wirklich sehr gut. Ich habe hier so kleine Cherry-Tomaten in hauchdünne Scheiben geschnitten und dann lege ich immer eine oben drauf. In die Mitte, dass man direkt erkennen kann, ab, Tomate. Und damit schön Aroma noch kriegt, streue ich noch ein bisschen Parmesan drüber. Man erhält eine schöne Struktur. So. Und der Spargel ist das Einfachste. Ich mache da ein bisschen Sesam drauf. Ihr könnt euch das aussuchen. Ihr könnt auch irgendwie getrocknete Kräuter drauf streuen, wobei ich frische da eher empfehlen würde. Ihr könnt es auch Natur belassen, wie ihr es möchtet. Ich persönlich finde, so ein bisschen Sesam obendrauf hebt das Aroma auch, unterstützt etwas den Spargel und durch das Rösten bekommt es noch ein schönes Aussehen. So, nicht viel. Es ist immer, man muss immer dran denken, weniger ist oft mehr. So, das wäre fertig. Wenn Sie aus dem Ofen kommen, sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis gleich. So, ihr seht jetzt, die Gebäcke habe ich gerade aus dem Ofen geholt, sind schön geworden. Obwohl nicht obendrauf ein paar Luftlöcher waren, ist der Teig nicht gerissen, hat natürlich schon Volumen gekriegt. Je mehr Füllung, desto mehr Volumen wird es auch. Ich finde, sie sehen schön aus, sie riechen extrem lecker, muss ich ganz ehrlich so sagen. Sie seht jetzt auch dann, deswegen ist wichtig, ist aufzupassen, dass die Größen gleich sind. Die kleineren sind etwas zu dunkel geworden, die größeren sind gut. Die Hörnchen sind auch schön. Man sieht es von unten, ist gebacken auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal eins anschneidet, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nehmen wir gerade dieses Hörnchen. Ein scharfes Messer. Das könnt ihr sehen, schön die Füllung, ist nicht zu viel Luftloch drin und es riecht wirklich klasse. Der Teig ist jetzt noch zart, der wird nachher dann, je kälter er wird, wird er knuspriger, ein bisschen fester auch, so dass man es ideal mitnehmen kann für unterwegs, beim Wandern, beim Sport, sonst irgendwas. Oder wenn man auf einem langen Weg hat, in den Urlaub zum Beispiel, idealer Snack für im Auto, für unterwegs. Was ihr auch machen könnt, das ist, deswegen nenne ich dieses Rezept auch Flexi-Snack. Er ist extrem flexibel. Der Teig enthält ja nicht mal Zucker, enthält kein Backpulver, keine Hefe, kein nichts. Das heißt, keine Einschränkungen. Ihr könnt, wie auch angefragt worden ist, bei dem Raten zum Bild, ihr könnt Nutella reinmachen. Ihr könnt jede Art von Marmelade reinmachen. Wenn ihr zum Beispiel Powidl reinmacht, also Zwetschgenmus auf Deutsch, könnt ihr zum Beispiel nach dem Backen die Teilchen so als Tasche zum Beispiel noch mit flüssiger, warmer Butter abstreichen, noch heiß abstreichen aber dann und in Zimtzucker tunken. Und dann habt ihr einen wunderschönen Zimt-Zwetschgen-Snack, der auch ganz lecker ist. Ihr könnt zum Beispiel von meinem Apfelstrudel-Rezept die Füllung nur ein bisschen kleiner alles machen, richtig schön klein hacken alles. Könnt ihr auch da reinmachen. Dann habt ihr Apfelstrudeltaschen. Ihr könnt Apfelmus auch reinmachen. Ich würde es nur ein bisschen andicken, zum Beispiel mit Mixit oder mit na, wie heißt es? Mit ein bisschen Mixkuchen und Kekse, aber wirklich nur wenig davon. Und dann ein bisschen quellen lassen, damit es backfest wird, sonst läuft nachher das Apfelmus auch aus, weil ihr wisst ja, so fest ist es nicht, auch selbst gekocht ist nicht. Dann eben die Schinkenfüllung, die im Rezept mit drin ist noch. Dann ihr könnt eine Spinat-Ricotta-Füllung reinmachen oder eine Spinat-Feta-Füllung reinmachen. Es geht eigentlich alles. Es gibt nichts, was nicht geht. Wichtig ist nur, dass ihr entsprechend die Größe immer anpasst für euren Zwecke. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ist die Tomatenfüllung drin. Also ich freue mich jetzt sehr darüber. Ich nehme jetzt eine von etwas dunkleren. Wenn ich die jetzt aufschneide, seht ihr, das geht ganz toll. Dann, ach nee, hier ist die Käsefüllung drin. Ha, siehst du mal. Riecht super lecker nach Käse. Und ich
Bin gespannt, wenn es nachher etwas kühler ist, zum Probieren. Es klappt alles super. Ihr könnt jede Füllung nehmen, die euch einfällt, wo ihr euch vorstellen könnt. Weil so viele Fragen, Quarkfüllung. Also es gibt da wirklich keine Grenzen. Hackfleischfüllung, oh Jesus Maria, ich könnte gar nicht mehr aufhören damit, mit Füllungen, die man machen könnte. Also deswegen, ist extrem flexibel, ihr könnt ihn in verschiedenen Größen machen, für die Party, zum Grillen als Beilage, für Konferenzen auf der Arbeit oder wie auch immer. Wenn ihr aber süß füllt, möchte ich euch empfehlen, nach dem Backen direkt noch heiß mit Puderzucker abstauben oder, wenn ihr es dann lieber mit Zuckerglasur haben möchtet, nach dem Backen mit Aprikosenmarmelade während des Backs Aprikosenmarmelade aufkochen, dass die richtig schön gekocht ist und dann abpinseln, heiß das Gebäck, das dann kalt werden lassen und dann mit der Zuckerglasur drüber gehen. Dann habt ihr auch ein schönes Teilchen. Also da seid ihr echt ganz, ganz frei. Und das ist das, was mich so happy macht. Und deswegen ich meiner Gruppe die Nase so ein bisschen lang gemacht habe. Aber der Teig begeistert mich einfach. Und damit hätten wir es dann heute auch. Und wir sehen uns beim nächsten Rezept. Ich freue mich drauf und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao, euer Oliver.